Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Project Unstable 4. Ich glaube, Lava spreadet doch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Ja. Ich glaube, wir sollten die Lava vielleicht doch nach hier hinten irgendwie setzen. Problem ist, ne, na gut. Ups. Das kommt davon. Ja, wollte es jetzt. Also, achte drauf, Lava spreadet doch. Also, wahrscheinlich war meine Zwei-Block-Theorie richtig. Dann halt hier. Wir hoffen, dass das nicht wieder irgendwie rumflattert. Ich kann das auch einfach. Warte. Huch. Nein. Geht einfach. Ja, ne? Ist immer schön, wenn man zu sowas. Wenn man sowas mitkriegt. Ich hatte vorher nämlich gedacht, was ist da passiert, aber. Es war ganz normaler Vanilla Fire Spread. Aber mehr ist, glaube ich, nicht passiert. Da oben ist noch ein bisschen. Es hat sich noch in Grenzen gehalten. Also irgendwann war Schluss, trotz hart. Also, naja. So. Okay. hätten wir das auch. Ich würde meinen. Abgehakt. Jetzt bin ich gerade überlegen, wahrscheinlich werde ich gleich mal cutten. Und dann nochmal ein bisschen was vorbereiten. Ich wollte es nur kurz gezeigt haben. Achso, ich wollte mal gucken, was ist denn eigentlich jetzt mit unserem Sand? Wir haben vollen Cobblestone. Yay. Wir haben 32 Stacks Sand. Yay. 23 Stacks Gravel. Das heißt, Gravel sollte er noch machen gerade, ne? Nein. Okay, das ist ein bisschen doof. Sobald wir Sand nehmen, macht er weiter, aber der Sand ist im Moment das Problem. Das ist doof. Das ist durchaus sehr, sehr doof. Wenn ich das rausnehme, macht er weiter. Weiß ja nicht irgendwie. Ist mir schöner vorgestellt. So, ich mache mal folgendes. Was machst du denn hier? Oder bessere Frage, wo kommst du denn her? Du kannst hier nirgendwo spawnen, Kollege. Kommt der hier? Ich habe keine Ahnung. Hier fehlt aber auch keine Fackel, ne? Nö. Alle Fackeln sind da. Okay. Dann weiß ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, ja. Ich mache jetzt einen schnellen Cut und dann kommen wir gleich wieder und dann bereite ich noch ein paar Dinge vor und dann mal gucken, was wir da heute so hinbekommen in der Folge. Also dann, ja, bis gleich. Ich kann ja mal, warte mal, kriege ich das hin, wenn ich jetzt hier so, ne? Und dann? So. Ah. Also meine Schnittkünste jetzt geklappt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Folgendes. Ich hab noch Terra Steel. Wir werden nochmal den Gaia besiegen. Woohoo. Für die, die sich fragen, warum, wir brauchen mehr Gaia Spirit. Aus einem Grund, den ich gleich erzählen werde. Ich will erstmal hier ein bisschen Platz machen, dass wir nicht alle möglichen Scheiße einsammeln. So, und zwar habe ich mal geguckt. Wir haben ja jetzt mehrere Baubelslots. Wir haben ja nicht mehr nur das Pendant und zwei Ringe, die wir haben können und ein Sash, sondern wir haben jetzt auch noch einen Charm, einen Body
und ein Emblem. Keine Ahnung, was es jetzt genau ist. Ich denke, es sieht aus wie ein Orden, also irgendwas in der Form. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen hatte ich jetzt folgende Idee. Wir spawnen noch einen Gaia, holen uns noch ein bisschen Gaia-Spirit und dann machen wir uns ein paar Dinge. Und zwar zum einen ein Cloak of Balance hätte ich gerne. Geht in den Body-Slot. Das ist das Ding hier. Dafür brauchen wir ein Gaia-Spirit, Emeralds und Wolle, was nicht das Problem ist. Es gibt drei Cloaks. Virtue, will when active, block full extent of a piece of damage. Also praktisch, wenn würde sich lohnen in dem Moment, wenn wir wissen, okay, wir kriegen sehr viel Schaden. Moment, nochmal ganz kurz im Allgemeinen. Diese Cloaks gehen halt in den Body-Slot von Baubles und sie haben einen relativ lustigen Effekt, und zwar immer, wenn derjenige, der es trägt, Schaden bekommt, dann lösen sie praktisch auf. Und dann haben sie ihren Effekt und danach gehen sie in den 10 Sekunden Recharge Mode, sag ich mal, bis sie wieder voll einsatzfähig sind. Virtune kann halt einmal komplett allen Damage blocken. Sin tut im Endeffekt jedem feindlichen Mob den gleichen Schaden zufügen, wie er selber bekommen hat. Und Cloak of Balance splittet so ein bisschen den Schaden, den man bekommt, zwischen dem Angreifer und dem, also uns praktisch auf. Und was ich interessant fand, it also prevents the target from dying. Das Target sind übrigens wir. Also wir können, es verhindert, dass wir sterben in dem Moment. Und das fand ich relativ cool. Wenn es uns vor einem Tod nur schützen kann, will ich diesen Cloak haben. Wenn es uns nur einmal retten kann, wirklich, dass wir einen Schlag mehr aushalten oder so, ist es mir total egal. Hauptsache, wir haben irgendwie so ein bisschen was. Ja, gibt halt die drei Dinger, alle brauchen Gaia Spirit, bla bla. Und dann habe ich mir überlegt, wir machen uns mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie schlimm das dann am Ende wird, aber Charm of the Diva kommt in diesen komischen Kopfdekorationsslot. Und alle Mobs, die mich angreifen. Kämpfen dann auf meiner Seite. Kostet mich ein bisschen Mana. Kämpfen auf meiner Seite und kämpfen für mich und greifen andere Mobs an. Fand ich relativ lustig. Und will mal testen, ob das so funktioniert. Denn die Idee war folgende. Ich müsste eigentlich relativ bald mal den Gaia 2 besiegen. Beziehungsweise ich will gerne relativ bald mal den Gaia 2 was besiegen. Damit wir wieder in der Lage sind, ein paar Dice of Fate zu bekommen. Und wie wir alle wissen, Dice of Fate sind wunderbar, denn Dice of Fate erlauben es uns, richtig tolle Sachen zu kriegen. Zum Beispiel Key of the King's Law, The Fruit of Grisaia. Das ist nicht ganz so toll. Die Ringe Thor, Odin und Loki. Ich möchte wieder einen Odin-Ring haben. Ich möchte einen Odin-Ring haben. So genial. Kann ich mir eigentlich die Information schon anzeigen lassen? Über einen Odin-Ring? Nee, okay. Das ist wahrscheinlich dann... Oder? Nein, okay, ich muss ihn erst aufsammeln, ehe ich die Information kriege. Schade. Hätte sein können, dass es schon drin steht. Denn der verhindert uns von so viel. Wir sind unsterblich mit dem Ding gefühlt. Und deswegen will ich das unbedingt haben. Genau, wir kriegen noch einen Pinkinator. Aber ja, lassen wir das erstmal. Also, ich gehe nochmal kurz pennen und dann machen wir jetzt den Gaia. Sollte hoffentlich ja kein Problem sein. Mein Blutnetzwerk füllt sich wieder auf, es war wieder leer, trotz der ganzen Vorbereitung, die wir da haben. Ich weiß nicht warum. Folgendes, ich craft nochmal ganz kurz hier die Metok voll. Da müssen wir uns auch unbedingt noch was einfallen lassen. Das ist der Grund, warum ich die Farming Station nicht ganz so mag. Naja, okay. So, dann gehen wir noch schnell schlafen und dann bekämpfe ich nochmal den Gaia. Auch wenn ich nicht unbedingt der Fan davon bin, weil ich es nie so richtig hinbekomme, aber
So, also das letzte Mal hat eigentlich relativ gut geklappt. Ich nehme noch ein paar Schwerter, auch wenn man sie brauchen würde. Das Rose habe ich. Sollte uns vom meisten schützen. Wir haben extrem starke Schwerter. Die Rüstung brauchen wir nicht swappen. Wir haben noch genügend Demonic Will. Wir haben unseren Bogen. Okay. Unser Bogen sollte eigentlich die komplette Arbeit für uns machen. Hoffentlich. Okay, ich nehme auch zur Sicherheit trotzdem nochmal. Regeneration. Chip, chip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann stellen wir mal ganz kurz ein Auto Refill on. Nicht Open Help in Browser, verdammt. Moment. So. Interessant, die Seite habe ich noch nie gesehen. Egal. Gut, geschlafen habe ich. Ich bin nicht bereit, seid ihr es? Ich werde aber nochmal ganz kurz hier das nochmal wegpacken. Ich würde gerne noch mehr wegpacken. Ich pack's jetzt mal hier rein. Die können eigentlich auch alle weg hier, die Bienen, weil davon habe ich eh schon alles gemacht. Mal einfach diesen da, diesen da, diesen da. Also was ich jetzt nicht brauche. Teleposition brauchen wir nicht, Seals brauchen wir nicht. Der Ding brauchen wir erstmal nicht. Der Target Gem brauchen wir unbedingt. Brot sollte ich mir vielleicht noch in die Hotbar legen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, es war schön mit euch. Wir gehen jetzt sterben. Auf Wiedersehen. So, warte, ich mache hier Musik aus. Jetzt kommt ja wieder diese komische Musik hier von. Yeah! Okay. So, na dann. Ab geht er. Da, Peter. Das geht voll daneben. So. Ändert sich hier gerade das Biom? Es ist nur so ab und zu, okay. Doch, da. Also. Ja, schwer ist was anderes. Also, Gaia 1 ist kein Problem für uns. Würde ich meinen. Oh. Oh, 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 jetzt geht's ab. Okay. Es ist wieder gut, dass ich das im Park mache, weil dann brennen wieder alle. Das Skelett muss ich gleich mal als erstes jetzt hier. Hallo? Hallo? Warum kommt meine Pfeile nicht an? Jetzt. Oh, oh, was? Was war da jetzt los? Zieht der uns manchmal ran einfach? So. Oh, ja, ich glaube, jetzt ziehen sie einfach ran. Ciao, Hexer. So, oh Gott. Weißt du was? Ciao, 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 ciao. Zack, ciao. Laufen die alle weg? Ich glaube, das Skelett hat sie angeschossen, deswegen waren sie jetzt sauer. Achso, er ist wieder frei, okay. Oha, jetzt haben wir ordentlich Damage gekriegt. Achso, weil wir kein... Ah, oh, das war jetzt auch doof. Ich wollte aus Brot. Ah. Das hasse ich. Okay, so war's. Ich wollte aus Brot, jetzt habe ich drei Getränke geschmissen. Naja, gut. Aber wenn man Rechtsklick hält und manchmal scrollt, er manchmal nicht weiter scrollt. Ich weiß auch nicht warum. Und das ist wahrscheinlich wieder nur bei mir so. Bei allen anderen geht's wieder. Ist einfach nur rausreden. So. Okay, wir haben 6 Sky Spirit, die sollten reichen. Ach, dann machen wir mal hier wieder ein bisschen was von mir an. Bam. So. Okay. Ja, 26 Level ist erstmal im Moment. Da haben wir noch mal ein bisschen was. Okay, ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an. Entweder es liegt an unserer Rüstung. Oder es. Ich habe keine Ahnung, woran es sonst liegen soll. So. Das kommt nochmal weg. Dann können wir hier wieder entleeren. So. Okay. Na, so. Gut. Das war das. Dann können wir uns jetzt dran setzen. An die Diva und den Cloak. Ich würde sagen, wir machen erstmal Cloak of Balance. Wir brauchen leicht graue Wolle. 4 Emeralds und ein Geier Spirit sind nicht so teuer. Also. Nur ganz kurz die XP weg. So. Noch ein bisschen Wolle. Chip, chip. Genug Zeug haben wir ja.
Habe ich bei mir. Wir müssen uns auch irgendwas noch einfallen lassen. Guck mal, ich kann weiße Wolle in weiße Wolle machen. Nämlich, ich habe nicht mehr so viel Ink. Wir brauchen 4, ne? Dann muss das reichen. So, dann brauchten wir Emeralds und ein... Ich habe grau gemacht, ich bin bescheuert. Kann ich irgendwie die Farbe wieder rausbekommen? Ein Crusher, toll. Ja, das war das. Ich hätte zweimal Bone Meal nehmen sollen, ne? Warum kann ich das eigentlich nicht... Ich kann weiße Wolle in weiße Wolle machen, aber ich kann keine graue Wolle in weiße Wolle machen. What the fuck? Okay. Wir haben graue Wolle. Wolle... Achso, nee, Quark. Wie viel Ink habe ich jetzt noch? Ich habe noch 5, also 2 kann ich noch machen, okay. So, wir kriegen 3. Ah, Moment, warte. Ich bin doof. Wir haben hier ein riesen Blumenmeer. Die hat, glaube ich, Light Grey gegeben. Genau. 2, 3. 4. Ich vergesse mal, dass ich ein riesen Blumenmeer vom Haus stehen habe. So. Das und Wolle. 4 Stück. Einmal so. Emeralds und Gaia. Cloak of Balance. So, der kommt jetzt hier rein. Wir sehen... Du Scheiße. Also, erinnert sich noch jemand an die letzte Staffel, wo wir uns diesen einen Cloak gemacht haben von Witching Gadgets? Das Ding erinnert mich genau da dran. Weil es auch irgendwie absolut durch den kompletten Körper und alles andere geht und ich weiß nicht. Das Einzige, was es mitmacht, ist eine Drehung. Okay, also wir gucken uns mal lieber nicht an. Wie sieht das von vorne aus? Ja, naja. Da kannst du ja nicht mal gerade gucken, weil die Arme dadurch... Es ist ein bisschen komisch, egal. Okay, lassen wir das. Das haben wir. Das ging relativ erstaunlich. Es ging erstaunlich schnell. Charm of the Diva. Wir brauchen eine Rune of Pride. Habe ich hier noch Runen drin? Ansonsten muss ich hinten mal gucken. Kiste. Ich glaube, hier habe ich noch eine Rune irgendwo drin, aber keine Rune of Pride. Okay. Also wir brauchen Rune of Fire und Rune of Summer. Wir haben Rune of Fire, wir brauchen noch eine Rune of Summer. Rune of Air, Rune of Earth. Ach du meine. Ach du Gott. Okay. Folgendes, dann mache ich das jetzt schnell noch offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann bis gleich. So! Großer Augenblick ist da und papau. Okay. Das war jetzt nicht so spannend, aber. Wir haben die Rune of Pride, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir die nämlich nutzen. Moment, wir bauen noch einen Tiny Planet. Den. Moment, andersrum. So. Tiny Planet, den können wir entweder ausrüsten. In den Charm Slot, also hier oben. Der Charm. Ach, das ist Charm Slot. Okay. So, Tiny Planet sollte jetzt dafür sorgen, dass wir eigentlich hier. Warum macht der Tiny Planet nichts? Mensch. Tiny Planet. Achso, ich muss den erst in so einen. Ach, ich bin doof. Ich muss den erst in einen Block machen, damit er in der Form funktioniert. Yeah. Okay, es waren nicht Items, es waren Mana Bursts. Das habe ich vergessen. Es waren Mana Bursts. Also, wir können theoretisch damit.
Mana-Bürste um eine Ecke gehen lassen, indem wir einfach so ein Ding in die Welt platzieren. Aber ist egal. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte gedacht, wir hatten irgendein Gravitationsfeld um uns rum, wenn wir den hatten, und haben auch Items, aber es waren nur Mana-Bürste. Okay, gut, dann war ich falsch informiert. So, dein Planet hin und wir haben ein Charm of the Diva. Papau. Da unten ist denn der Charmstone. Was ist dann hier oben das? Das ist kein Belt. Baubild. Das kann in Any. Heißt der letzte vielleicht Any? Keine Ahnung. Ah, das ist Head. Ich dachte, das ist Head. Nee, das ist Amulett. Das ist Head. Ah, okay. Also können wir noch irgendwas mit Head ausrüsten. Zum Beispiel Golden Laurel Crown. Ah, Spectator. Na gut, das ist nervig, wenn man den dann irgendwann zu lange hat. Ich verstehe. Okay, da habe ich mich falsch informiert. Da könnten wir theoretisch doch Flügeltiara noch machen. Weil ich irgendwie jetzt... Weißt du? Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz bei der Laurel Crown. Die war. One of the uses for guys is to grant a layer of immortality to one of the users. If the Vera were to die, the crown will shatter, regenerating all of their health and giving them. Achso, okay. Ja, dann machen wir es auf jeden Fall. Ist ja nicht so teuer. Frage, wie viele Geierspilz haben wir noch? Wir haben noch 5. Wenn ich jetzt 4 hierfür nehme und einen hierfür, passt es wunderbar. Okay, dann machen wir das Ding. Damit sollten wir unsterblich sein. Also, einmal unsterblich. Das heißt, wir haben den Cloak, der verhindert, dass wir sterben. Und den Schaden noch ein bisschen aufteilen. Sollten wir sterben, sollen, tun, lassen, kommt unsere Krone an und rettet uns das Leben. Das kann, sieht man eigentlich diese Diva irgendwo? Ja. Scheiße. What the fuck? Was ist das? Okay, wir haben einen Mond mit Stern vorm Gesicht. Setzen wir noch die Krone auf. Setz mal dem Ganzen mal noch die Krone auf. Na, guck mal. Ach du Schande. Schnell verstecken in der Rüstung. Ja, man kann es nicht ganz verstecken. Aber wenigstens ist dieses komische Diva-Ding weg. Das sehen wir nicht mehr, okay. Um Gottes Willen. Okay, dann würde ich trotzdem sagen, wir machen uns nochmal die Flügeltiara. Einfach nur, weil wir es können. Ich glaube, Elementium dürfte ich sogar noch 2 haben. Oh, ich habe genau 2 Elementium, als hätte ich es geahnt. So. Das ist wirklich Zufall. So. Flügeltiara. Weißt du was? Wir machen uns mal die Drachen. Gleich wieder. Das war mit dem schwarzen Quarz, ne? Gab's da ein schwarzes? Ja. Achso, hier steht es nochmal drunter. No Wings, Flügel, One Winged Angel, Icy Fairy, Phoenix, Black Snow Princess, Lord of the Pit, das hatten wir damals. Machen wir mal Lord of the Pit wieder. Ich zeige mal das normale. So, jetzt haben wir da Flügel, die man wieder nicht sieht. Ich nehme den nochmal weg und das noch weg. Also man sieht die Flügel nicht. Es gibt keine Flügel dran, steht ja hier auch nur Rings. Vorteil ist, man beachte mal nicht den Fakt, dass hier der Renderer so ein bisschen verkackt ist. Wenn ich jetzt den Angel Ring mal weglege. Jui, wir können trotzdem fliegen. Und wie wir jetzt sehen, hier unten, langsam aber sicher, also wir verbrauchen Mana. Und langsam aber sicher wird es hier weniger bei den Flügeln. Also wir können nicht unendlich fliegen. Und wir können sogar so eine Art Sprintboost hinlegen. Mit der wir zurückgesetzt werden, weil der Server nicht klarkommt. Ich kann sie mir auch zum vollen Extent nutzen. So ging's. Okay, diesmal hat der Server nicht Nein gesagt. Okay, also wir können ein bisschen schneller damit fliegen, theoretisch. Sache ist die, sobald das dann vorbei ist,
haben wir keine Flugenergie mehr. Ihr seht, wir brauchen auch einen Haufen Mana. Also wir müssen uns noch ein bisschen ransetzen, dass wir ein bisschen mehr Mana kriegen. Bin gerade schon die ganze Zeit überlegen, was wir vielleicht nutzen könnten. Bin mir da aber noch ein bisschen unsicher. Wie, was und warum ich... Und keine Ahnung. So. Und wir fallen einfach aus dem Himmel. Und dann fängt es an zu regenerieren. Wir können nicht fliegen. Ich glaube, es muss ein Ding... Ich weiß nicht, ob ein Ding komplett fertig sein muss oder ob alles fertig sein muss. Es muss nur ein Ding anfangen fertig sein. Okay. Ja, also das ginge. Und er speichert sogar den Fortschritt. Schade. Dachte jetzt, ich kann das nutzen. Okay. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt zeige ich euch nochmal Lord of the Pit, weil ich das cool finde. Lord of the Pit. Yeah. Und das Schöne ist, die Flügel flattern noch ein bisschen. So kleine Dämonenflügel. Allerdings ist auch hier wieder der Renderer irgendwie vorbei. Aber es ist nur in der Außenperspektive. Okay. Natürlich möchte ich mich eigentlich gerne beobachten, aber es geht nicht. Ja, wir haben jetzt so richtig schön Dämonenflügel. Wir können damit dann auch wieder so diese schnellen... Hui! Ich mag dieses Geräusch. Pfiu! Okay. Und wir haben jetzt rote Partikel hinter uns, anstatt weißen. Okay, so, das wollte ich mal gezeigt haben. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich jetzt mal alles hier wieder an den Mann bringe und jetzt den Angel Ring nehme. Was zählt? Zählt der Angel Ring? Zählt nicht der Angel Ring. Okay, das war nämlich meine Angst. Das heißt, wir nehmen die Flügel erstmal raus. Falls wir irgendwann mal schnell unterwegs sein müssen, nehmen wir halt die Flügel. Na gut. So, und dafür nehmen wir aber diese Krone, damit wir ein bisschen mehr überleben. Und dann würde ich nämlich sagen, wir bereiten uns ein bisschen vor. Wir müssen noch einmal den Gaia besiegen. Das können wir jetzt eigentlich nochmal machen. Ist ja nichts dabei. Wir müssen halt nur ein bisschen mehr Ausrüstung. Denn ich möchte gerne den Gaia 2 besiegen. Und der wird wahrscheinlich auch nicht stärker werden als der erste. Weil der erste war ja jetzt wirklich Pillepalle. Also, da hatte ich letzte Staffel wesentlich mehr zu tun, den down zu kriegen als diese Staffel. Aber egal. So, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Haben wir alles, wir brauchen nur Terra Steel. Der Terra Steel. So, das mal weg. Das können wir erstmal weg. Ich nehme noch ein paar Tränkchen mit. Okay, das war. Weil das letzte Mal haben wir sie auch nicht gebraucht. Ne? Ich nehme noch drei Instant Health Potion mit. Das muss reichen. Ja, das muss reichen. Okay, dann besiegen wir den noch einmal. Und dann ist auch die Folge eigentlich ja schon für heute vorbei. Leider. Aber. Hier steckt man nicht drin, ne? So. Okay. Ich überlege gerade, brauche ich noch was? Eigentlich nicht. Diese Minecarts dahin regen mich immer noch auf. Okay, dann können wir jetzt wieder hier diesen da machen. Und dann auf ein... Ja, ich brauche 4. Oder? Ja, ich brauche 4 Gaia-Spirit. Damit wir den Gaia 2 dann spawnen können. Das heißt, ich setze mich mal an, dass wir es hier relativ schnell hinkriegen. Alter, was war das für ein Geräusch? Ah, das war wahrscheinlich der Cloak, ne? Irgendwie haben wir dieses Mal wesentlich mehr... Ach, wir haben kein Essen mehr. Mensch. Okay. Das erklärt einiges. Also das neue Hungersystem scheint... Hallo? Hallo? Warum kann... Irgendwie wurden gerade ein paar Pfeile nicht registriert. Ich weiß nicht, ist das immer der Cloak, dieses Geräusch, was ich da höre? Ich glaube ja, ne? Was machen die für Geräusche? Ist das neu? Das war doch eben nicht so. Oder? Bilde ich mir das gerade nur ein? Okay, was auch immer ich mich jetzt getroffen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich töte einfach alles. Ich mache jetzt einfach alles tot hier. So, auf Wiedersehen. Ah, stimmt, die Diva!
Das könnte die Diva sein, die jetzt gerade die Mobs gegen sich aufhetzt hier. Was praktisch immer dieses Wow gemacht hat. Und Ende im Gelände. Jetzt kommen noch die letzten Pixies. Stirb. So. Ich genieße nochmal hier kurz den Regen. So. Den XP-Regen. Okay, sammeln wir mal alles ein. Wir haben viel zu viel. Aber wir haben genügend Zeug gekriegt. Wir haben sogar Dropfief. Schön. Okay, wir brauchten keine Health Potion. Das ist schon mal gut. Ist das? Nein, ich wollte es mir angucken. Egal. Ja. Ich würde sagen, das war doch wieder erfolgreich. Machen wir mal ein bisschen was zum Entspannen jetzt an. Und dann würde ich sagen, das war es für heute. Wir haben zweimal den Geier besiegt, glaube ich. Ja, zweimal. War ganz erfolgreich. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch genügend Gaia Spirits, um den Gaia 2 zu spawnen. In der Hoffnung, dass wir es überleben und ihn besiegen können. Ich bezweifle es, aber ich bin für Überraschungen offen. Ja, also wahrscheinlich werden wir uns noch ein bisschen was anderes vorbereiten. Ich meine, wir haben ein extra Leben. Ich werde das Ding nochmal voll aufladen. Wir haben die Diva, die uns ein bisschen helfen sollte. Wir kriegen keinen Widderschaden. Vielleicht machen wir uns noch einen Ring. Also später dann natürlich Odin-Ring, aber mal gucken, vielleicht fällt mir noch irgendein Ring ein, der relativ gut wäre. Oder euch fehlt noch irgendwas ein, was wir noch machen könnten für den Boss dann. Jedenfalls danke fürs Zuschauen erstmal bis hierher. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.